Hallo, ich komme zu einer weiteren Folge von Pokémon Masters GX und ihr seht schon im Hintergrund, wir können wieder eine Gefährtensuche durchführen und zwar gibt es neue Gefährten und zwar Tiave und Akani und Lamelux und Mao, aber wir ziehen nur bei Akani, weil die andere interessiert mich jetzt nicht so dolle und dann zeige ich euch natürlich dementsprechend auch noch dann zu dem Event, wofür die gekommen sind, Gameplay. Ich hoffe natürlich, euch gefällt es heute wieder, lasst gerne ein Like da und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr bei der Gefährtensuche Glück halt. Ihr habt es ja vielleicht schon gesehen beim letzten Mal bei der Gefährtensuche zur Schurkenstory mit dem Start. Da hatte ich ja mega Glück. Vielleicht habe ich heute auch wieder Glück. Wir gucken mal. Wir ziehen auf jeden Fall einmal hier. Let's go. So, schauen wir mal, ob das Porifon ausrastet. Es sieht gut aus. Ja, das heißt, wir kriegen auf jeden Fall mindestens einen Fünfer. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Hoffen wir doch mal, dass wir einen bekommen, der mir noch fehlt. Pokédex, Gefährtendex habe ich euch ja in dem Sinne auch gezeigt. In einer letzten Videos, weil ihr euch das ja gewünscht habt. So, und dann schauen wir doch mal. Hoffen wir doch mal, dass das dementsprechend klappt und passt. Und dann schauen wir mal. Ja, Chris und Togedemaru. Turner und Membrana. Wiebke und Pelipper. Bei mir sind wir noch ein bisschen verpackt. Zeigen wir, dass wir es drauf haben. Aha, Gladio und Amigento leider schon auf Max. Gleich erlebst du den wahren Nervenkitzel, okay? Ah, den habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Auch zum zweiten Mal erst erhalten. Haller und Krawell. Ja, okay, kann man mit leben. Und folgendes Event können wir bespielen. Trainerakten. Akalas Leidenschaft. Genau, wir müssen hier 3000 Coupons sammeln. Kriegen wir hin. Teamarbeit a la Akala. Geschichte. So, schauen wir mal. Eine kleine Geschichte, dann müssen wir das dementsprechend dann gleich freischalten mit den Kämpfen. Den ersten Kampf zeige ich euch dann auch noch. Wird nicht so spektakulär lang. Was haltet ihr von unserem Spezialtee? Wirklich echt lecker. Ja, ich konnte richtig spüren, wie seine Wärme durch meinen Körper fließt. Und die Temperaturen war einfach perfekt. Das überrascht mich nicht. Schließlich habe ich das heiße Wasser genau zum richtigen Zeitpunkt aufgegossen. Und ich, Colin, habe das beste Teewasser zur Verfügung gestellt. Außerdem suche ich zufällig nur die besten Teeblätter aus. Das ist ganz wichtig. Unser Zusammenspiel der Typen Pflanze, Feuer und Wasser kreieren den besten Tee weit und breit. Hm. Was ist los, Mau? Sag bloß, der Tee hat dir nicht geschmeckt. Ganz und gar nicht. Der Tee war köstlich. Genau deshalb sollten wir drei uns auch zusammen tun und versuchen, etwas zu kochen. Stimmt, schließlich sind wir ebenfalls Captains vom Typ Pflanze, Feuer und Wasser, genau wie sie. Moment mal, hast du da nicht etwas vergessen, Mao? Theoretisch sind wir doch bereits ein kulinarisches Trio. Hä? Ich habe den Kampfknochen und den Steinknochen im Gepäck. Und ich, Tracy, habe wie immer mein Tafelwasser und den Beulenhelm dabei. Man muss die gesammelten Zutaten also nur noch vermischen, kräftig stampfen und immer feste draufhauen, bis ein Brei draus wird. Das Mao-Spezial ist bereit zum Probieren. Lasst uns gleich noch etwas zubereiten. Gerne, dann müssen wir uns aber ein neues Rezept einfallen lassen. Was für eine interessante Idee. Dürfen wir kosten, wenn ihr fertig seid? Na klar, unser Gericht wird euren perfekten Tee in seiner Schmackhaftigkeit in nichts nachstehen. Geschafft. So, versus Kiave und Maho 1. So, hier haben wir folgendes Team. Das gibt uns sogar noch den maximalen Boost, der mir möglich war mit dreimal Boost. Und zwar alle aus der Alola-Region, nämlich Kukui und Wolverock, Myla und Wolverock und Fran und Amphira. Aufbrechen. Let's go. So, nur gegen 2, okay. Ja, das heißt, theoretisch, wo ist denn Tracy? Ja, Schlammwoge, Turbofelsen und X-Angriff und dann sollten wir es eigentlich geschafft haben, ist ja nur Level 10 die Anforderung. Also ziemlich einfach. Also kann man ja auch gut farmen für die Geschichten, wenn man die haben möchte. Perfekt. Genau, ich farme auf der nächsten Stufe, die schließen wir auch noch einmal ab. Und sogar noch ein, na, nicht ganz, okay, da kommen wir zum Level Up, zeige ich euch jetzt auch noch gleich in der nächsten Kampfszene. Versus Kiave und Mao 2. Level 50, gucken wir, ob es genauso einfach wird.
Und let's go. Gleiche Taktik weben. Und dann gibt es auch noch schön ein Level Up. Das ist doch schon mal vernünftig. Und dann gucken wir mal, dass wir die, ne, die ganzen Tickets uns zusammengefarmt kriegen. So. Dann let's go. Ah, der lebt noch, aber reicht der Turbofelsen denn aus? Nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Einmal Schlammwoge. Und dann können wir hier schön farmen, da ja keiner besiegt worden ist. Das ist immer wichtig, wenn ihr farmen wollt mit Überspringtickets, darf keiner von euren Gefährten besiegt worden sein in dem Kampf, sonst könnt ihr nicht mit Überspringtickets arbeiten, falls ihr das nicht wusstet, aber ich denke mal, die meisten, die das gucken, wissen das. So, dann schönes Level Up, sehr wahrscheinlich. Und dann gucken wir mal, ja, was uns da noch erwartet im Ende. Genau, perfekt. Und natürlich die schönen Bonis. So, jetzt schauen wir uns noch die Geschichte an. Drei hochwertige Zutaten und dann ist das kleine Event auch schon wieder vorbei. So, eine Weile später. Sieht so aus, als hätte eure kulinarische Teamarbeit Früchte getragen. Aber warum genau habt ihr uns zu dieser Stunde herbestellt? Ich bin auch mal gespannt. Das Gericht scheint fertig zu sein, oder? Aber wir könnten es trotzdem noch nicht essen. Akani sorgt dafür, dass es nicht kalt wird. Wartet bitte noch ein bisschen. Akani. So, jetzt ist Nacht. Und dann glitzert das Essen. Wow. Das Gericht blinkt ja. Wirklich beeindruckend. Wie habt ihr das gemacht? Das Geheimnis liegt in Lamaluks Sporen. Lamaluks. Was? Ich habe gehört, dass Lamaluks Spuren im Dunkeln blinken. Aber das soll doch eigentlich dazu dienen, seine Beute in den Schlaf zu lullen. Ist der Verzehr in Anbetracht dessen denn überhaupt ratsam? Klar, keine Sorge. Also lasst es euch gut schmecken. Ja, na gut. Der Geschmack ist irgendwie eigenartig, aber definitiv nicht schlecht. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen schläfrig. Und plötzlich vernehme ich eine scharfe Note. Wasser! Hier drüben. Puh. Also wie findet ihr unser Akala Trio Spezial? Sobald der Effekt der Sporen einen schläfrig macht, wird man von der Schärfe der Tamobian wieder aufgeweckt. Brillant, oder? Wirklich eine kulinarische Achterbahnfahrt. Ich glaube nicht, dass euch das Konzept so schnell jemand nachmachen könnte. Das liegt wohl an der qualitativ hochwertigen Mischung. Und damit meine ich euch drei. Yay! Geschafft. Dann noch die Belohnung und dann sage ich mal danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht und wir sehen uns auch einfach im nächsten Video. Und damit ciao, ciao, bye bye und bis zum nächsten Mal.